Recht herzlich willkommen bei Nachgefragt. Zu Gast bei uns heute ein echter Buschpilot. So etwas gibt es tatsächlich auch bei uns heute im Studio. Christoph Barschewski, Sie haben ein Buch geschrieben, Buschpilot in Alaska. Sie sind aber auch selbst Buschpilot in Alaska. Bloß in Alaska gibt es ja gar keinen Busch. Naja, die Erklärung ist sehr einfach. Buschpilot als solches bezieht sich an Leute, die fliegen abseits der Pisten, der normalen Pisten, in unwegsamen Gelände und unter solchen Konfigurationen. Also nicht unbedingt für Fluglinien. Ja? Also ein bisschen abseits der normalen Wege. Kann man sagen, ein bisschen, wo die Wahnsinnigen fliegen, oder wäre das überspitzt? Nein, das ist überspitzt, glaube okay. ich. Es Wie? Ist... Ja? Wie grenzen Sie sich denn ab jetzt von Hasardeuren? Also Sie machen das nicht, dass es gefährlich wird, sondern Sie machen das teilweise ja auch zum Geld verdienen, indem Sie einfach Dinge dort ausgeliefert haben, die man abseits der Städte und Dörfer gebraucht hat. Na okay, davon muss man beginnen eigentlich. Das Flugzeug, zumindest in Alaska, noch ganz normale Transportmittel ist, wie Pickup-Truck bei uns. Mhm. Das heißt, es wird benötigt und der normale Umkreis, in dem man sich bewegt, das ist circa Tankgröße, also 500 Meilen Maximum hin und retour. Also es gilt für Transport. Und nachdem die Leute, die das wirklich machen, weil ich bin eigentlich ein Anwärter dafür, aber es gibt solche Leute, wie zum Beispiel der Don, über deren Leben ich schreibe, schon 40 Jahre macht, die leben davon, und entgegen der normalen Meinung über die, die sind gar nicht irgendwelche Machos und mit Überego umgekehrt. Die sind eher sehr scheu, sehr vorsichtig, wo sich überlegen, soll ich fliegen, wie wird das Wetter und. Ja, warum? Weil ihr Leben und ihr Business hängt davon ab, ob sie die Maschine haben oder nicht. Kann man sagen, Taxidienst einfach für entlegene Gebiete, Pizzaservice sozusagen, die liefern ja auch Bier oder Lebensmittel, weil es keine Läden gibt. Ja, aber nicht nur. Natürlich, es ist auch so, das lerne ich von den besten Leuten, von denen sie haben ganz anderes Blick auf die Welt. Wenn wir fliegen über Tundra oder über einen Fluss entlang, wir als sozusagen Touristen oder normale Leute sehen einfach alles wunderschön unter uns. Don sieht ganz was anderes. Er sieht, da liegt ein Stück von einem Paddel, da weiter liegt ein Behälter, vielleicht ist was passiert. Mhm. Also sie schauen wirklich, sie versorgen die Leute in Umgebung natürlich mit lebenswichtigen Sachen, aber wenn jemand was passiert, sind sie auch da. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Wie kommt man auf die Idee, zunächst einmal nach Kanada zu gehen, nach Alaska zu gehen oder USA zu gehen? Sie haben in den USA, glaube ich, zum Fliegen gelernt und dann sich auf Kanada und die USA da in den hohen Norden begeben. Na eben, meine fliegerische Geburt liegt in den USA, schon ein bisschen längere Zeit her. Und irgendwann mal wollte ich auch im Rahmen von dem, was ich tue, auch Wasserfluglizenz erwerben, eine Berufswasserfluglizenz. Habe ich dann mehrere Leute abgeklappert, gefragt, wo, und letztendlich bin ich beim Donald gelandet. Und neben dem Lernen und Erlernen eben und zum Schluss auch Erwerben dieser Lizenz, habe ich mir immer wieder langsam verschiedene Geschichten von ihm angehört und gedacht, hoppala, so ein Leben, das wurde für drei Reichen, also das muss aufgeschrieben werden. Und das haben Sie jetzt aufgeschrieben? Das habe ich aufgeschrieben, ja. Das sind reale Geschichten aus seinem Leben, natürlich literarisch etwas bearbeitet, aber das sind Tatsachenberichte. Erzählen Sie uns vielleicht ein Beispiel jetzt, ohne allzu viel, wie sagt man, Jägerlatein, Fliegerlatein vielleicht, also was wirklich passiert ist. Ja, zum Beispiel eine kurze Geschichte, die zeigt, dass eigentlich Buschpilot kein Beruf ist, sondern ein Lebensstil ist. Man muss wirklich zwei verschiedene Kappen tragen. Man muss Buchhalter sein, man muss auch Psychologe sein, man muss auch natürlich Werbemann sein und fliegen auch natürlich dazu können. Ja. Und da ist eine Geschichte typisch passiert. Don ist mit einer Gruppe von Leuten geflogen. Wunderschönen Tag. Stellen Sie sich vor, blauer Himmel, 30 Meilen vor Ihnen, Mount McKinley, wie auf dem Bild. Ja. Und nette Leute, Flugzeug gecheckt. Man fliegt eine Stunde circa Rundflug dorthin, landet am Gletscher und kommt zurück. Und was passiert damit? Ja, was passiert? Während sie dort landen, zwei Maschinen, einer der jüngeren Piloten überschätzt sich und macht einen Kopfstand. Nichts Gefährliches im Schnee, aber problematisch. Don natürlich landet, hilft dabei, und während dieser Hilfe kommt das Wetter von oben. Man darf nicht vergessen, Mount McKinley Massiv, das ist ein Labyrinth aus Gletscher, Täler. Man landet circa auf 3000 Meter Seehöhe und es sind noch 3000 Meter über dir. Also in solche Konfiguration kommt das Wetter, und aus einstündigem Flug wird 5 Tage ausharren mit 5 Erwachsenen und Kind.
in Erwartung des besseren Wetters. Also das Leben eines Bush-Piloten, wovon leben Sie denn jetzt? Oder was machen Sie denn jetzt, wenn Sie nicht in Alaska sind zum Beispiel? Außer Bücher schreiben. Ja, ich habe das Glück, wie sagt meine Frau, ich bin ein kleiner Lebenskünstler, aber meine Affinität zum Technik spiegelt sich auch, dass ich seit Jahrzehnten mit Computer und Computerviren zu tun habe. Und das ist das auch, was ich in Österreich tue, nämlich die Computerviren zu bekämpfen. Also da haben Sie ein bisschen mit Technik nicht nur im Flugzeug zu tun, sondern auch fernab der hohen Berge. Natürlich, ja. Sie waren aber nicht nur dort, wo es kalt ist, in Alaska, Sie waren auch schon in Afrika. Da hat Ihr erstes Buch gehandelt über Österreicher, die es nach Afrika verschlagen hat. Auch eine sehr, sehr abenteuerliche Geschichte war das. Ja, das war Geschichte von einem Ehepaar, Peter und Hannelore Rack, die mit 40 ihr bürgerliches Leben in Tirol aufgegeben haben. Begonnen haben zuerst für ein Jahr für ein Forschungscamp in Kenia zu fliegen mit einer Maschine. Und das artete so aus, dass sie dann für 20 Jahre in Afrika hängen blieben. Und ihre Lebensgeschichte durchs Fliegen habe ich auch gelernt. Also wahnsinnig spannend auch, was Sie da miterlebt haben. Und das letzte große Abenteuer von Ihnen, also der Bush-Pilot in Alaska. Christoph Barschewski, herzlichen Dank, ja, dass Sie uns das erzählt haben. Und danke für den Besuch. Wenn ich eventuell einladen darf, ja. Die Premiere des Buches findet gerade am 25. Mai in Wien bei Morava um 11 Uhr. Das können wir noch sagen, das geht sich noch aus und passt auch zeitlich. Danke fürs Zuschauen. Bei Ihnen habe ich mich schon bedankt. Bei Ihnen ein Danke fürs Zuschauen und vielleicht haben wir ein bisschen Lust aufs Abenteuer gemacht.